Hallo Kinder, hallo Frau Fied. Also Lisa, wie sitzt du denn da? Setz dich bitte ordentlich hin, sonst fällst du ja noch hin. Na ja, Frau Fied, aber es ist so bequem, es macht Spaß so zu sitzen. Lisa, ich sage dir das zum letzten Mal, das ist nicht gut. Valentin, du daneben dran. Erklär mal Lisa, warum sie so nicht sitzen darf. Na ja, ich bin der Valentin, ich weiß alles ganz toll. Und es macht Spaß, hier in der Schule zu sein, denn wenn man ordentlich und richtig sitzt, dann kriegt man auch gute Noten und dann kriegt man keine Verletzungen. Na ja. So Kinder, wir fangen jetzt mit dem Alphabet an. Wir lernen heute die Buchstaben A bis C. Und zwar sind es drei Buchstaben. Das sind die ersten drei Buchstaben. Valentin, kennst du die schon? Ja, natürlich kenne ich die. Ich habe die schon gehört und gelesen. Deswegen kenne ich sie schon. So Julian, kennst du eines der Buchstaben? Naja, ich denke mal, B kenne ich und A auch, kommt ja oft in den Wörtern vor. Und gesagt habe ich's ja auch. Lisa, du sitzt ja immer noch so. Komm, setz dich ordentlich hin. Au, 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 ich musste niesen und ich bin hingefallen. Hilfe, mein Kopf tut weh. Ach, Lisa, Mensch. Wie geht's dir? Was, ich hab's dir doch gesagt, du sollst da nicht kippeln auf dem Stuhl, dass du dich ordentlich hinsetzen sollst. Mensch, das tut mir aber leid. Frau Fied, meine Nase blutet, mir geht's aber gar nicht gut, ich fühle mich ganz schlecht. Ich konnte mich gerade noch auf den Stuhl hinsetzen. So, jetzt müssen wir mal den Notarzt anrufen. Ich glaube, das bringt jetzt nichts, weiterzumachen mit dem Unterricht. Also, ich rufe gleich den Notarzt an. So, hallo, hören Sie mich? Bin ich hier beim Notarzt? Ja, Sie hören uns. Wir sind hier 112. Ist irgendwas passiert? Ja, wir sind hier in der Schule, und zwar in der Grundschule, und die Lisa, die ist hingefallen auf die Nase, leider blutet ihr Kopf und die Nase, wir bräuchten dringend einen Notarzt. Jo, dann schicken wir Ihnen einen Notarzt, aber schnellstmöglich bitte, sie blutet und sie müssten so schnell wie möglich kommen. Ja, natürlich. Sagen Sie mir doch bitte, in welcher Straße der Notarzt fahren soll. Weg 1. Ach so, okay, alles klar, dann schicke ich den Notarzt schnell hin. Einige Minuten warten und der Notarzt ist schon da. Super, alles klar, vielen Dank, bis gleich, tschüss. Tschüss. Hallo, ich bin die Frau Lustig. Wir haben oben einen Unfall in der Schule und zwar bei den Schülern, die eigentlich für die Schule vorbereitet werden. Da ist ein Mädchen, also die Lisa, ist da runtergefallen vom Stuhl und da blutet ihre Nase und ihr Kopf. Könnten Sie mal schnell hinkommen? Ja, natürlich, dafür bin ich ja da. Ich gehe mal schnell hoch. Hallo, ich bin die Frau Fit. Schön, dass Sie so schnell kommen könnten. Wir haben hier einen Notfall. Die Lisa, die ist ja leider hingeflutscht auf die Nase. Schön, dass Sie da sind und uns helfen können. So, dann gucken wir mal, was passiert ist. Was ist denn hier überhaupt passiert, Lisa? Erzähl mal. Die Nase sieht schlimmer aus, als es ist. Ich gucke gleich nach. Was? Sie wollen mir eine Spritze geben? Ich habe Angst vor Spritzen, bitte nicht. Lisa, erschreck dich nicht. Das ist nur, dass du keine Schmerzen hast. Das hilft dir. Und das, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, du hast vielleicht ein bisschen
Kopfaua, aber das geht ja bald vorbei. Kriegst gleich eine Spritze und schon ist alles gut. Aber dann müsstest du lieber nach Hause gehen und darfst nicht mehr weiter im Unterricht teilnehmen, weil du ein bisschen ausruhen müsstest, besonders nach der Spritze. Oh Mensch, ich hab so Angst, ich hab so Angst. Frau Fied, ich hoffe, ich kann morgen wieder hierher kommen. Ich will nicht zu Hause krank sein. Lisa, mach dir jetzt keine Sorgen. Wichtig ist, dass ich dich gleich untersuche und mal gucke, ob alles in Ordnung ist. Und dann schauen wir weiter, ne? Jetzt kriegst du erstmal die Spritze und dann ist alles wieder gut. Ach Mensch, Lisa, oh je, was für eine Spritze. Oh, oh, oh. Ich hab dir doch gesagt, du solltest hier nicht schaukeln auf dem Stuhl. Mensch, es tut mir auch so leid. Hoffentlich kannst du morgen wieder kommen, dass es dir wieder besser geht. Was soll ich denn ohne dich hier machen? Ich sitz doch mit dir zusammen. Ach ja, was soll ich denn machen? Es wird schon wieder. Es wird alles gut. Natürlich wird alles gut. Ich sehe ja schon. Du bist nicht so doll verletzt. Es wird morgen alles wieder gut. So, jetzt müsste es dir schon viel besser gehen, Lisa. Ich habe das Blut weggewischt. Die Nase sieht richtig gut aus. Jetzt müsstest du nach Hause zu deiner Mama. Ich habe sie auch schon angerufen. Die kommt gleich dich abholen. Oh, Frau Fied, vielen Dank, dass Sie meine Mama Bescheid gesagt haben. Dann kann sie mich ja gleich abholen. Ach, hoffentlich kann ich morgen schon kommen. Natürlich, es wird dir schon viel besser gehen. Aber schau mal, ruh dich aus heute noch und dann guckst du mal, ob du morgen kommen kannst oder nicht. Aber zumindest wissen wir hier alle Bescheid und dann kannst du gucken und notfalls kann deine Mama auch noch mal anrufen. Hallo Frau Lustig, ich bin die Mama von der Lisa. Ich wurde vom Notarzt angerufen, dass sie hingefallen ist und dass ihre Nase blutet. Ja, gehen Sie einfach hoch, die Lisa ist da oben. Mensch, hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. So, dann gehe ich noch ein bisschen weiter. So, jetzt bin ich ja fast ganz oben. Hallo Frau Fied, hallo. Hallo Lisa, was machst du denn für Sachen? Ach Mama, ich bin hier. Ich habe auf dem Stuhl geschaukelt, dann bin ich hingeflutscht. Mensch, das tut mir ja so leid. Das werde ich aber nie wieder machen. Nach dem Schreck, was mir gerade hier passiert ist und mir das mit der Spritze, also das will ich nicht nochmal erleben. Ach Lisa, komm, wichtig ist, dass es dir wieder gut geht. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause und dann ruhst du dich aus und morgen kannst du vielleicht wieder in die Schule. Ich hoffe, dir geht's morgen auch schon viel besser. Mach doch bitte sowas nie wieder. Kannst du es mir versprechen? Ja, Mama, auf jeden Fall. Ich will das nie mehr machen. Sowas, ich hab's jetzt gelernt, dass man sowas lieber nicht machen soll und ich werde mich bemühen, sowas nie wieder zu machen. So, dann verabschiede ich mich schon mal von euch. Vielen Dank, dass Sie so schnell kommen konnten. Vielen Dank, dass Sie Lisa geholfen haben. Tschüss, Lisa, alles Gute. Tschüss allerseits. Tschüss, Frau Lustig. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. So, Lisa, kannst du schon aufstehen oder soll ich dir helfen? Ach, Mama, ich versuche mal. Oh je, Lisa, was ist denn jetzt mit dir los? Ach, Mama, mir war gerade schwarz vor Augen, deswegen musste ich mich wieder irgendwie hinlegen, irgendwie mit dem Kopf und das hat wieder wehgetan. Oh je, oh je. So, aber jetzt geht's mir wieder viel besser. Ich glaube, ich kann auch alleine bis zum Auto mitkommen. Ach, Lisa, bin ich ja froh. Ach, was machst du denn für Sachen? Komm, wir gehen jetzt nach Hause. So, tschüss, Valentin, tschüss, Julian.
Tschüss, Frau Fied. Ich musste dann nach Hause gehen. Ich hoffe, mir geht's morgen wieder besser, dann komme ich wieder. Tschüss, Lisa. Alles Gute und gute Besserung. Tschüss, Frau Lustig. Schönen Tag noch. Ja, den wünschen wir Ihnen auch. Schönen Tag noch und bis morgen, hoffentlich. Alles Gute, Lisa. So, Kinder, dann lernen wir mal weiter. A, B und C, das schreibt man da vorne. Guck mal an die Tafel, da habe ich es schon hingeschrieben. Da vorne steht A, B, C. Und jetzt schreibt ihr bitte die Buchstaben ab, A, B, C. Und dann sind wir auch schon fertig für heute. Ich hoffe, euch geht es gut und dass wir morgen schön weitermachen können. So, Julian, Valentin, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, einen schönen Weg nach Hause und bis morgen. Tschüss, Frau Fied, tschüss.